Komm, Basis. Bitte komm. Alles tot, Mann. Wir müssen landen. Das wird zu wild. Gut festhalten da hinten. Oh, das war knapp. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Tomb Raider 3. Ja, wir sind jetzt endlich in der Antarktis gelandet. Der letzte Abschnitt von Tomb Raider 3. Und ja, ich bin... Huch, da ist sie mir beinahe ins Wasser gefallen. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Ja, wir haben nicht mehr viel vor. Wir haben nur noch 4 Levels. Und, naja, eigentlich 5, ne? Wenn ich jetzt alle Geheimnisse in der Antarktis und in den anderen Levels noch finde, dann... können wir auch das letzte Bonus-Level spielen und, ja. Ach, ich freue mich schon auf die Antarktis. So. Ich muss nur gucken, ob ich die ganzen Geheimnisse hier noch weiß. Also ich müsste eigentlich alle wissen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Das wäre nicht so cool. Kommt, Lara. Super, super, super duper gut. Huch. Pass auf, Lara. Ja, ein Geheimnis ist ja hier drin. Müssen wir erstmal einen Schlüssel finden. Ich weiß auch schon, wo das ist. Ja, hinter dieser Wand ist auch noch ein Geheimnis. Und dann irgendwo hinter diesem großen Schiff ist auch nochmal ein Geheimnis. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, ich finde alle. Natürlich werde ich alle finden. Das muss ich sogar. Das muss ich sehr, sehr, sogar sehr, sehr. Hm. Ach, da hinten ist ja auch nochmal eine Eiswand. Ja, gucken wir mal, ne? Erstmal hier rauf, aufs Schiff. So, Lara. Oh, 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 aufpassen. Pass mir bitte auf. Ich möchte nicht, dass du an Unterkühlung stirbst. Das wäre ja nicht so toll, ne? So. Ja. Einfach mal ins Wasser springen. Einfach mal ins Kühle hier. Manu, ich wollte eigentlich einen Kopfsprung machen. So. Das Wasser ist eiskalt und deshalb muss die Lara schnell hier raus. Raus, raus. Ja. Eisbaden tut gut, ne, Lara? So. Okay. Kann ich direkt da drauf springen? Ich hoffe. Hoffentlich rutschst du nicht ab. Komm, komm, Lara. Ah, na geil. Egal. Komm, Lara, schwimm schnell hoch. Ich möchte nicht, dass du erfrierst. So. Haben wir es doch beinahe geschafft, Lara. Komm. Lara, geh bitte hoch. Oh. Das tut mir leid. Ich habe Facebook angelassen. Ich wollte das gar nicht anlassen. Egal. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nebenbei in Facebook bin. Ich muss ja gucken, was für Nachrichten ich habe, ne? Ist ja wichtig. So. Lara, komm schon. Dass ihr die Hände hier nicht abfrieren, ne? Und... oha, das war knapp. Das war sehr knapp. Hm, wollen wir zuerst das Geheimnis holen? Ich weiß nicht, ob man von hier aus drankommt. Kommt man von hier aus dran? Nee, kommen wir nicht. Müssen wir erstmal auf die andere Seite. Ja gut, dann machen wir das mal. Das Geheimnis kann erstmal warten. Muss es sogar. Och Mensch, hier sind keine Gegner. Ich hätte hier Gegner platziert, aber ja. So, gucken wir mal hier, was ich für die Desert Eagle habe. 44 Desert Eagle Munition.
Welche nehme ich denn hier? Ne, Granat. Ja, genau, Harpune nehme ich. Ist klar. Die Harpune werde ich jetzt erstmal nicht mehr brauchen, beziehungsweise gar nicht mehr. So, Raketenwerfer möchte ich aufsparen. Ja, ich hab die schon ausgerüstet. So, immer schön sparen. Oh mein Gott, ich habe die Schritte schon. Boah, ich habe die Schritte schon gehört, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Ey, schieß nicht auf mich. Verlies. Ist das euer Ernst? Komm hier. Geh mal bitte nach Hause. Stirb! Boah, dieses Geräusch hier, ne, hat mich schon immer gestört, seitdem ich hier war. So, was haben wir hier? Hier müsste irgendwo ein Schalter sein. Ja, der ist gut getarnt. Okay, es wurde nicht angezeigt, was passiert ist. Habe ich da eben Gegner gehört oder habe ich mir das nur eingebildet? Och. Ich habe ganz vergessen, dass es hier runter geht. Na dann. Mein Gott, ey. Stirb doch endlich. Verlierst du bitte mal was? Ich brauche was. Nee. Ich habe das Gefühl, die verlieren hier nichts. Was ist das denn hier für ein Saftladen hier? So. Nein, ich werde mich nicht erschrecken. Ah, Lara. Lara, mach. Lara hat mal wieder ihre strahlend weißen Zähne gezeigt. Und der hat schon wieder nichts verloren. Was ist das denn hier? Ah, ich häng fest. Nein, da willst du doch nicht lang. Da willst du nicht lang. Machen wir das mal auf. Kommt da jemand? Will ich hoffen, dass hier niemand kommt. Sonst ist er hier. Okay. Die geht nicht auf. Na dann, egal, da muss ich ja eh nicht mehr lang. Von daher passt das. Ja, Leute, es ist bald Silvester, ne? Und Neujahr. Habt ihr denn schon was vor? Also, ich fahre nach Mettmann, wem es interessiert. Ja, feier mit Freunden und knall den Typ ja erstmal ab. So. Stirb! Kannst du mal bitte was verlieren? Yay, Desert Eagle Munition. Wenigstens einer. Oh, sein Kopf steckt in der Wand. Oder hat er seinen Kopf verloren? Man weiß es nicht. Hm, wie war das? Muss ich zuerst runter oder muss ich zuerst hoch? Ich gucke erstmal. Nicht, dass ich in Stacheln oder sowas falle. Was ist hier? Hm? Oh, oh, oh. Ah. Das habe ich vergessen. Jetzt habe ich mich sehr erschrocken. Ja. Ach, ich liebe diese Musik. Das bedeutet immer, man hat was Gutes getan. Es wird Zeit, dass ich ein kleines Medipack nehme. Und den Kerl hier erschieße. Was willst du eigentlich? Warum sehen die alle hier gleich aus? Sind die von allen Müttern gekommen, oder was? Ja, ich habe das gerade ein bisschen doof formuliert. Ich habe das Gefühl, die haben alle die gleiche Mutter hier. Sind das hier, weiß ich nicht, wie viele, Hundertlinge oder keine Ahnung. Falls es sowas gibt, ne? Ich glaube, es gibt keine Hundertlinge. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Das wäre zu schade. Ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwas verloren. Ich guck mal nach. Muss ja so sein, ne? Vielleicht hat er ja einen Schlüssel verloren. Nö, er hat nichts verloren. Oder? Oh, ich drück mal einfach die Handlungstaste hier. Aber nö. Aua. Knall nicht gegen die Wand. Lara, komm.
du hast es fast. Dann können wir hier aus dem Schiff hier endlich entkommen. Dann können wir uns das Geheimnis schnappen. Das ist für mich das Wichtigste. Oh, Lara, bitte. Das ist für mich das Wichtigste hier im Spiel, das Geheimnis zu suchen. Und natürlich das Spiel durchzuspielen, das ist ja wohl klar. So, hier geht's nicht weiter. Warum auch immer. Hier geht's aber weiter. Und da ich nicht mehr weiß, ob hier ein Gegner kommt, werde ich hier meine Pistolen ziehen. So. Drücken wir mal den Schalter, weil er mal hier an der Wand steht und zufällig hier eine Tür noch daneben ist. Und hier ist niemand. Na toll. Da hinten sind... Ja, ich könnte da jetzt hinspringen, aber das mache ich noch nicht. Ich möchte das Geheimnis haben. Das ist mir viel wichtiger. So. Oh, dieses Herzklopfen. Ach, dieses Herzklopfen. Ach, hier ist die Öffnung. Perfekto. Perfekto. So. Klar. Was bedeutet, wenn das Spiel stecken bleibt oder stillsteht? Natürlich, es ist ein Geheimnis. Oh, MP5-Munition, die kann ich gut gebrauchen. Labert, hebst du die jetzt mal bitte auf? Ach, hat Labert nicht coole Kleidung an? Sie könnte eigentlich noch einen Schal vertragen, aber Labert denkt sich, nö, mache ich nicht. Ach so, ich dachte, hä, warum ist hier so eine Kletterwand? Weil man hier nicht hochklettern kann, aber das ist nur zu Deko oder sowas. Ja, genau, Lara. Und? Huch. Aua, das tat aber sehr weh. So, ich glaube, hier gibt es nur drei Geheimnisse, oder? Ja, es gibt nur drei Geheimnisse. Passt schon. Dort passt hier schon. Hui, ein bisschen rumspringen. Rumspringen, das macht Laune. Jui. So. Ich glaube, ich versuche mal dahin zu springen. Ich speichere natürlich vorher. Speichern wir mal hier. Spiel sichern. Sichern wir mal das Spiel. Yay. Oh mein Gott. Applaus bitte. Ich hab's geschafft. Ach ja. So. Jetzt muss ich gut aufpassen, wo ich hinspringe. Sonst rutsche ich hier ab und das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier... Was ist denn hier? Eine Lücke ist hier. Was ist denn in der Lücke drin? Ich sehe... Okay, ich sehe gar nichts, aber wahrscheinlich geht es da irgendwo runter. Ne. Ich brauche sehr viel Desert Eagle Munition für den Endgegner. Für die eklig große Spinne. So, was ist denn hier? Ist denn... Ach, Lara, da sehen wir dich auch mal ganz, ne? Ja, Lara, ich weiß, du siehst toll aus. Du siehst wie ein Model aus. Na toll, alles für eine Rakete. Naja. Ach stimmt, der Raketenwerfer, der wird mir noch sehr nützlich werden. Für die vergessene Stadt Tinos oder Tinos, keine Ahnung, wie die heißt. Natürlich weiß ich, wie die heißt, aber ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Tinos, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, hier runter zu fallen. Bitte nicht ins Wasser. Wow. Vielen Dank. Das war toll. Ach. Ach, nee. Ich dachte schon, das Boot ist falsch rum. Schlauchbrot. Genau, ein Schlauchbrot. Oh Mann, ey, ich hab's mal wieder mit meiner Aussprache. Wie meine Freundin vorhin sagte oder schrieb... Ach, da liegt noch was. Nee, das hat sie natürlich nicht gesagt. Aber ich habe gesehen, dass unter Wasser was liegt. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Nee, da unten liegt doch noch was. Ich weiß nicht, soll ich mir das holen? Ja, ich hol mir das. Ah, Desert Eagle Munition. Juhu. Hallo? Möchtest du bitte aussteigen? Geht doch.
So, Lava, beeil dich. Ich möchte nicht, dass du an Unterkühlung stirbst. Oh Gott, die Energie geht zur Neige. Wow, das war knapp. Ach, Lara, du machst es immer spannend, nicht wahr? Ja, wegen der Aussprache eben, ne? Das habe ich manchmal, ne? So ist das im Leben. Hä? Wieso geht das hier nicht? Natürlich, ich muss um das Schiff herumfahren oder durch das Schiff. Lara, komm! Machen wir mal Anlauf. Hier, jo. Ah, das stöhnte. Das stöhnte. Ey, knall nicht überall gegen. Sag mal, hast du deinen Führerschein nicht gemacht? Ne? Die Lara kann nicht vernünftig fahren. Also wirklich. Lara, mach doch mal hin hier. Genau, da muss ich hin. Hä? Wie komm... Menno. Lara, bitte. Ach so, ich dachte schon, hä, wieso geht das nicht? Ich wollte schon sagen, ich bin hier falsch oder so. Ich höre Schritte. Boah, bitte nicht hier am Geheimnis. Das wäre nicht toll. Ja, von hier aus sieht das immer so, da hinten geht es nicht weiter. Also dachte ich zumindest früher. Dann bin ich einfach mal hier runtergegangen und ja, Pech, ne? Bin ich mal ertrunken oder an Unterkühlung gestorben. Aber natürlich geht es dann weiter. Ja, jetzt sieht man es nicht, ne, dass es da hinten weitergeht. Aber wenn man... Ah, super. Geht's hier nicht weiter? Geht's hier nicht raus? Nur hier geht's nicht raus. Das ist eine Falle. Vielen Dank, Core Design. Das habt ihr echt super gemacht. Spielladen. Ey, warum lädt das so lange? Juhu. Boah, alter Falter, ist das hier... Hell. Ja. Da geht's lang, auch wenn man es nicht so gut erkennt. Hier geht's auch lang. Ich glaube, hier muss ich sogar zuerst lang. Yep. Yep, yep, yep. Yappedi yap. Und macht das Bring? Mein Lieblingsgeräusch. Ja, mein Lieblingsgeräusch. Ach toll. Ach doll. Doll, doll, doll. Ja, hier hätte ich jetzt auch nochmal hingehen können. Ich glaube, ich mache das später. Da ist nochmal so eine Eiswand beim Haus. Das mache ich später. Später. Sorry, Leute. Ich habe mich verschluckt, wie ihr gehört habt. Ich höre immer noch diese Schritte. So, ich hoffe, ich falle jetzt nicht direkt ins Wasser. Das wäre ja jetzt nicht so toll. Huh. Da schaue ich durch die Lara durch. Mhm. Ganz klasse. Sichern wir mal hier. So. Ich habe Angst. Ich habe furchtbare Angst. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Ich weiß es nicht. Natürlich, ich werde sterben. Oder vielleicht schafft sie es noch, komm. Wow. Das war richtig knapp. Oha, oha. Oha, oha. Das war knapp hier. Was war das eigentlich da unten? Gucken wir mal aus der Nähe. Sind das Fackeln? Sind das Fackeln? Ja, es sind Fackeln. Die kann ich mir auch später noch holen. So, nehmen wir mal ein großes. Wow, jetzt haben wir 22. Und ich werde nochmal spiechern. Genau, ich werde spiechern. Meine Aussprache ist mal wieder sehr klasse.
Und das Spiel hängt mal wieder. Klasse. Ah, Hilfe. Schnell an Land. Ich möchte nicht. Hammer hier. Sowas geht nicht hier. Kannst nicht auf Leute hier zielen und schießen. Ne? Was ist das denn für ein asoziales Verhalten hier? Noch irgendjemand hier, der sich mit mir anlegen möchte? Nein? Gut. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Habt ihr nochmal Glück gehabt? So. Ja, da brauchen wir ein Brecheisen für. Ein Brecheisen. So. Zu dem anderen Geheimnis. Ja. Dauert noch ein bisschen. Klettern wir mal hier hoch. Komm, Lava, mach mal hier. Bist ja so stark, ey. So, wir hangeln uns mal hier rüber. Mal gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ich bin schon gespannt. Ich habe das Level lang nicht mehr gespielt. Ja. Mal gucken, ob ich hier noch alles auswendig weiß. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, dass mich hier nichts überraschen wird. Sowas mag ich ja gar nicht. Nein, Spaß. Ich liebe Überraschungen. Ich liebe es, wenn ich mich erschrecke. Auch wenn ich manchmal sage, oh nein, bitte erschreck mich nicht. So. Ja, haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft hier, ne? Hey! Nicht in diesem Ton, bitte. Willst du bitte nicht abhauen? Ich muss dich doch umbringen. Ist doch gut. So. Oh Gott. Ja, ich wusste es. Ein Hund kommt. Aber ich dachte, der kommt aus der Tür da raus. Oh, der arme Hund. Der tut mir so leid. Aber er hat mich angegriffen. Das war Notwehr. Da kommt, glaube ich, auch ein Hund. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. So. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss zuerst durch die Tür. Glaube ich zumindest. Weil wenn ich jetzt hier oben lang gehe, das bringt mir nicht sehr viel. Wir können ja mal nach oben gehen und können uns umschauen. Aber viel bringen wird uns das nicht. Ja, ein Schalter. Hat uns doch was gebracht. Ein bisschen etwas. Okay, es hat uns noch nichts gebracht. Egal. Das passt schon. Gehen wir mal hier runter hier. Ah, wow. Lava stirbt gleich. Oh Gott. Egal. Bevor Lava stirbt, ne, würde ich mal hier gesagt haben, werde ich die Folge beenden. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt noch sehr schöne Feiertage. Naja, was heißt Feiertage? Ferien. Ferien gehen ja bis Mittwoch. Also, ich habe bis Mittwoch Ferien. Und ja, ich werde die Tage noch genießen. Und ja, auf jeden Fall schon mal frohes neues Jahr und guten Rutsch, ne? Falls ich jetzt morgen nur das Video hochlade. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch ein anderes Video hochlade. Ich denke mal eher nicht, weil ich möchte auch mich entspannen in den Ferien. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis dann, Leute. Schönen Tag noch.